Oh, das Schwert. Easy. Easy. Ja. Easy. Ja, noch einer. Komm schon, Eisi, bitte, bitte. Nein! Noch einer. Komm schon, Eisi. Ein noch. Oh. Meine Güte. Was sind wohl die nervigsten Mobs, die ich je gesehen habe? Nee. Mann. Yay. Durch Fledermäuse durchschlachten. Wupp, wupp. Alter, ich hab dich getroffen, ja. So. Dann begeben wir uns mal hier rein. Oh, das ist alles voller Fledermäuse. Ist das nicht cool? Jetzt treff doch auch mal. Ich hab nicht ewig Pfeile. Na, scheiß drauf. Komm, Eisi, tu was. Für dein Geld. Mhm, toll, toll. Aha, ja, ich, I know, I understand. Soll ich jetzt auf einfach gut Glück da rechts rüber springen, oder was? Ich glaub's hackt. Really? Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an die Mario-Burg. Ich glaube, es soll eine Hommage an Mario sein. So spät abgesprungen. Yay. Oh Gott. Mein Puls. Ich hab gerade einen Blutdruck, ja, der ist nicht mehr feierlich. Nein! Ich denk da nie dran, verdammt nochmal. An sowas denkt man doch nicht, dass direkt hinter der Tür der Weg aufhört. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn mein Schwert die Fledermäuse treffen würde. Da könnte ich voll gut mit leben und so. Ernsthaft, hängt der da rum und ruht sich ein. Ab da.
bisschen mehr Engagement, please. Wenn mein Schwert schon nichts kann, dann wenigstens du. Gott. So. Nochmal das Ganze, weil es so schön ist. Fliegt los, meine Süßen. Fliegt einfach los. Icy tut den Rest, wenn Icy denn mal was tun würde. Komm schon, Icy. Tu was! Ziel auch dabei, bitte! Icy hat noch nie was von Arbeitsteilung gehört. Icy, ich glaube, ich muss mit dir mal ein ernstes Wort sprechen. Komm schon, Icy, komm, gib ihm, gib ihm. Schön für dich, dass du dich geheilt hast. Ja, ja. Okay, das mit dem Sprung müsste ich eigentlich jetzt hier auch hinkriegen. Heftig, 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 heftig. Na, da sind mir zu viel im Weg. Komm schon. Für Camelot. Nein. Was ist hier? Hammerlash. Oh, was? Was? Geh weg. Stirb. Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur in Ruhe hier das Grab begutachten, Mann. Hammerlash. Keine Ahnung, was ich euch heißen soll. Ich hab wahrscheinlich jetzt irgendeine Parodie nicht im Kopf. What the f? Okay, und wo soll ich jetzt genau hin? Was ist der Sinn dieses Raums? What the fuck? Was war das denn? Was seid ihr? Was bist du? Okay. Merke. Sowas immer zuerst töten. Was auch immer das war, eins ist entkommen. Und ich habe die unangenehme Befürchtung, dass mich das noch verfolgen wird. Das wird mich auf jeden Fall verfolgen. Zwei sind es jetzt insgesamt, okay. Was bist du denn? Gatchan? Ich habe irgendwas aufgehoben. Lassen wir so wenig wie möglich von den Viechern entkommen. Oh Gott. Komm her. Ach, jawohl.
Unter Einsatz unseres Lebens. So, und was sollen wir jetzt mit Gatchan? So eine ganz dumme Frage. Was sollen wir damit? Kann der uns unendlich viele Antigifte herstellen oder so? Ansonsten brauche ich ihn nicht. Hab den doch jetzt im Inventar, oder wie? Da. Ach, das ist unser neues Pet. Na gut. Wir haben ein neues Pet. Puh, Antigift. Wo könnte ich überall Antigift herkriegen? Ich glaube, Tränke verkauft mir keiner. Nur Trankrezepte. Und wo kriege ich am ehesten Trankrezepte? Ich glaube, von der Lady in der Mine. Aber warum laufe ich denn hier lang? Ich könnte auch einfach den anderen Weg nehmen. Jetzt sind wir echt an einem Punkt angelangt, wo ich farmen muss. Muss man sich mal vorstellen. Farmen in diesem Spiel. So, wir wollen nach rechts. Hier? Nein. Hier? Nein. Aber hier. Paralysier mal bitte. Danke. Du hast den Keks verdient. Hey, das machst du voll gut. Hey, du bist voll hilfreich. Oh, Icy hat ausgedient, glaube ich. Weil Icy war ja auch zum Paralysieren da. Also einfrieren. Auch wenn es mal länger gedauert hat. Oder gar nicht funktioniert hat. Hey. Rezepte. Trank der Giftreduktion. Neutralisiert etwas Gift in deinem Körper und reduziert somit die Giftwirkung. Stufe 4 in Tränken. So, könnten wir 9-mal herstellen. Wir haben sogar einen. Okay. Aber mich würde mal interessieren, ob es noch mehr Anti-Gift-Rezepte gibt. Dann kümmern wir uns mehr jetzt noch die nächste Folge darum, dass wir diese und die nächste Folge kümmern uns mal darum, dass wir noch mehr von diesen Rezepten kriegen. Und auch schon mal ein paar herstellen. Bin ich richtig? Ja, bin ich. Okay. Ah, das mit Munkpass und dem Feuer. Das geht mir nicht aus dem Kopf. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Nicht die leiseste Ahnung. Danke. So einfach kann das gehen. Also, hast du das gesehen? Ja, hast du das gesehen? Kannst du es auch? Nee, ne? Ah, Rezepte. Trankrezept der Geschwindigkeit des unsichtbaren Sehens. Infravision. Nee, brauche ich alles nicht. Hast du noch irgendwas anzubieten? Nee, ne? Okay. Oh, dann wo könnten wir noch was finden diesbezüglich? Okay, wir gehen in die Katakomben. Obere Tür. Und lassen uns eins nach oben.